when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you see. Jedenfalls war ich schon an einem Punkt, wo ich echt gedacht habe, boah, wenn das so weitergeht, dann hasse ich Frauen wirklich einfach. Weil so eine gewisse Oberflächlichkeit halt auch einfach immer da ist. Ne? So, das Geld ist halt immer wichtiger und was weiß ich, ey, das erste, was mir hier passiert ist in Marburg, als ich hier ankam, vor anderthalb Jahren, war, dass eine Frau mir erstmal erzählt hat, ja, also eigentlich bist du scheiße im Bett, wenn du nicht eine Frau erstmal zum Kommen bringen kannst und deine Latte so lange halten kannst, bis sie halt ein paar Mal gekommen ist oder einmal mindestens. Und keine Ahnung, meine Erfahrung ist ein bisschen anders. Ich finde es auch egal, manchmal ist es so rum, manchmal ist es so rum. Ich finde, eigentlich kann Sex jedes Mal anders sein und ist auch mit jeder Frau anders. Und ja, aber irgendwie durch solche Sprüche bin ich dann halt schon fast so in so eine Richtung Frauenhass gekommen. Aber dann gab es plötzlich jemand, die hat einfach das Gegenteil bewiesen. Aber leider nur, um dann wieder umzukippen und in irgendein Koksmuster reinzufallen. Ja. Aber das hat mir auch nur mal wieder gezeigt, dass Menschen halt im Prinzip einfach nur immer wieder es nicht schaffen, ihre Seele wirklich auszuleben und zu verwirklichen. Und immer wieder reingezogen werden in ihrer alten Umgebung, in diese alten Muster. Und das sind halt meistens so eine Art kleine Teufelskreise. Ja, und deswegen, ich habe mich halt auch schon von Frauen ein paar Mal wirklich ganz abgekapselt, weil ich mir gedacht habe, ich liebe mich lieber selber. Und bei dem meisten Sex, den man so mit Frauen hat, kann man sich ja eigentlich auch fast besser selber befriedigen. Und ich bin sowieso der Meinung, dass, also so wenig Ahnung wie die meisten Frauen von Männern haben, sage ich mal. Ich bin sowieso der Meinung, dass, dass wir uns zu wenig selbst lieben. Und dass es auch viel zu wenig um Liebe geht. Und bei diesem ganzen. Und dass halt dann auch noch gefährlicherweise Sex und Liebe komplett getrennt werden, weil. Ja, von wegen. Und das kann man eben eigentlich gar nicht ganz trennen. Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, was Sex ist. Die denken, ja, ist halt so, das ist geil, das brauche ich, ne? Du kriegst das halt so eingetrichtert. Aber ist Sex eigentlich genau. Eins, nämlich das so eine Art Tanz der Liebe, die man Emotionen, die man noch angestaut hat, miteinander teilt und rauslassen kann und die loswerden kann. Und deswegen gibt es halt auch Leute, die es Hardcore gerade mal brauchen. Oder es gibt Tage, da willst du vielleicht einfach mal heftigen Sex und lässt dich da auch voll reinfallen. Und dann gibt es andere Tage, da willst du einfach nur ganz entspannt Liebe machen und ganz andere Emotionen gerade auf der Kette. Ne? Deswegen ist es eigentlich auch so natürlich, nicht immer den gleichen Partner zu haben, aber wenn man natürlich nicht gut mit sich selbst umgeht und nicht liebevoll genug mit sich selbst ist, dann geht es einem natürlich auch nicht gut dabei. Und das ist halt so ein beschissenes Muster, einfach immer wieder von den Frauen aus halt so eine Überheblichkeit, weil du brauchst ja als Frau nur so, ich wacke mal ein bisschen mit dem Arsch und dann kommen halt direkt schon 10 Männer angegaffelt, so, ah ja, okay, ich. Und die sagt einfach nur, du siehst am besten aus, du hast ein bisschen mehr Geld, worauf habe ich mehr Lust? So. Und ja, es ist doch tatsächlich so. Und ich brauche da auch gar nicht drüber zu diskutieren, ob das jetzt wirklich ist oder nicht. Es gibt mit Sicherheit viele Ausnahmen, die ich bisher selten gesehen habe. Und mir ist es eigentlich auch relativ egal. Ich denke mir,
ich suche sowieso irgendwie was Tiefgründigeres. Oder ich suche gar nicht. Ich denke einfach nur, es wird sowieso einfach von selber sich zeigen. Und je mehr ich diese Einstellung habe, dass das alles von selbst kommt, kommt es auch alles von selbst. Und dann brauche ich gar nicht mehr irgendwie suchen. Und keine Ahnung, und irgendwo ist es halt auch eine Art Emanzipation, dass du halt sagst, okay, ich bin als Mann nicht halt, als schüchterner Mann, muss man dazu sagen, nicht darauf angewiesen, von der Frau angesprochen zu werden, sondern ich gehe jetzt auch auf sie zu. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich nicht mehr schüchtern bin. Das heißt nur, dass ich versuche, meine Schüchternheit zu überwinden. Ja, und umgekehrt genauso. Und ich denke mal, gerade Frauen, die so gefrustet sind von Typen, die sie einfach nur scheiße behandelt haben und benutzt haben, sollten vielleicht mal von selber hingehen und irgendwelche schüchternen Männer ansprechen, die ihren Mund nicht aufkriegen, vielleicht irgendwo in der Ecke und sie aber vielleicht trotzdem attraktiv finden. Oder selbst wenn es nicht passt, kann ja eine andere Erfahrung, die man mit einem Mann hat, der ein bisschen anders tickt, einem auch gut tun. Deswegen, auch wenn ich jetzt keinen Kontakt zu meiner Ex mehr habe, weiß ich, da ist wohl Dankbarkeit auch. Und ja, schon auch, dass man glücklich ist, da mal eine andere Erfahrung gemacht zu haben. Und auch die hat mir was gezeigt, was ich vorher so mit einer Frau noch nicht erfahren habe. Auch nochmal viel sanfter miteinander umzugehen. Und ja, aber ich finde, man muss halt auch viel kommunizieren, man sollte auch kommunizieren, ganz viel auch darüber, was man gerade braucht. Und ich weiß, dass es verpönt ist, gerade bei Frauen aus gewissen Kreisen oder auch bei Männern, ne? Ich kenne das von den Katholiken, dann ist da so eine gewisse Verklemmung zuzugeben, dass man eben irgendwie einen Sexualtrieb hat und dass man doch eigentlich Sex braucht oder will. Und dann versucht man das immer zu verstecken hinter anderen Sachen und das ist halt nicht gut. Das liegt aber auch oft daran, dass man schon als Kind irgendwie entweder misshandelt worden ist oder ich weiß nicht, also die gesamte Sexualität und die Art und Weise, wie Menschen damit umgehen, ist ja oftmals krank. Und ich bin da halt in so einem Zwischending aufgewachsen, zwischen einer totalen Aufgeklärtheit und diesem katholischen, musst dich schämen fürs Wichsen und dieser ganzen Scheiße. Und irgendwie für mich ist das aber natürlich geworden. Ich fühle das natürlich, finde das auch richtig, aber ich weiß auch, dass wenn man es übertreibt, dass es auch nicht gut tut, wenn man sich selbst nicht im Check hat, nur weil es irgendwie so geil ist, ständig halt will, kann das auch ganz schön ungesund werden. Ja, siehe Nymphomanin, ja, wie auch immer. Aber bei mir nützt das halt eh nicht viel, mich großartig anzulügen, was irgendwas angeht. Ich spüre das sowieso immer und ich kann es dann vielleicht nicht so gut in Worten ausdrücken, aber ich weiß es halt dann. Ja. Und ich weiß, jeder Mensch hat so zwei Seiten und manche Frauen sind da auch richtig regelrecht gespalten. Ich habe das auch schon oft mitbekommen, nicht nur bei meiner Ex-Freundin. Mir wurde gesagt, nicht Ex-Freundin. Wie soll man sie denn sonst nennen? Die letzte Frau, die ich geliebt habe. Gefällt euch das besser? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ja. Ich sag auch am liebsten Geliebte und nicht meine Freundin. Von daher, es gibt halt viele, die einen lieben oder die man lieben kann. Und ich finde es halt auch nicht schlimm, zu lieben. Und wenn man wirklich liebevoll und richtig gut miteinander umgeht, dann kann man sich dadurch auch gegenseitig heilen und weiterbringen und sich gegenseitig sogar zeigen, wie das geht, andere zu heilen. Und ich rede jetzt nicht nur von Sex, ja, aber auch, und das ist ja sowieso, das ist so das verpönteste Thema ever. Was? Sexuelle Heilung? Man kann über Sex heilen? Ja, kann man über Sex heilen. Und das ist eigentlich heilig und gerade das Gegenteil von dem ja, satanistisch geprägten Bild, was halt sonst so verbreitet und aufgedrückt wird. Und die ganze Sexualität wird ja in so eine Art
Schwebrand versetzt, der irgendwie ungesund stinkt. So könnte man das gut beschreiben, ne? Und das ist ja voll der Schwachsinn, ne? Das kann man eigentlich auflösen. Das ist nämlich unnötig. So, ist jetzt nicht so... Ja, also ich meine, das Argument dabei ist natürlich immer von den satanistischen Gruppen, ja, wenn du nicht das jetzt so mitmachst, wie wir das machen, dann hast du halt einfach keinen Sex. Aber das ist ja genau das, was die erzeugen wollen. Und gerade deswegen wäre es ja richtig, eben noch mehr Liebe zu geben, liebevoll, noch mehr liebevollen Sex sich gegenseitig zu geben, ohne gleich auf diese Schiene zu gehen. Ja? Und ohne dieses ekelhafte Bitch-Muster, Frauen-Muster, was auch immer, oder dieses scheiß Macho-Muster genauso. Ich weiß nicht. Eigentlich kann jeder Mensch jeden Menschen lieben. Und es gibt aber Menschen, mit denen will man sexuell Kontakt haben und Menschen, mit denen will man es nicht. Und das ist halt auch nach dem Gefühl. Und es gibt Menschen, die haben dieses Gefühl nicht mehr, weil die einfach schon, ja, okay, ficken halt, batsch, 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 ja, immer schön drauf. Ne, so Assi-Toni kennt ihr ja. Irgendwie, scheinbar gibt es auch den weiblichen Assi-Toni, habe ich mittlerweile gemerkt. Ich hoffe, die Frau nimmt es mir nicht zu übel, wenn ich das jetzt sage, aber es ist doch tatsächlich so. Und vielleicht wäre das auch mal genau richtig, da mal ein Gegengewicht zu setzen und mal so einen weiblichen Assi-Toni dahin zu setzen, der einfach sagt, wie das von Frauenseite aus wirklich abgeht und nicht nur von der Männersicht aus gesehen und wie Frauen Männer eigentlich sehen. Das würde mich eigentlich echt mal interessieren. Und falls du das hörst oder siehst, dann mach doch mal so ein Video, von mir aus anonym. Es wäre scheißegal, und schick mir das mal. Mit dem weiblichen Assi-Toni und wie der weibliche Assi-Toni Männer sieht. Das würde mich wirklich interessieren. Ich habe keine Angst davor, ey. Ist mir sowieso egal. Ich weiß nicht, selbst wenn dieses Video dazu führen würde, dass ich den Rest meines Lebens abstinent bleibe oder irgendeine Frau mir den Schwanz abschneidet, was ich nicht glaube, ist es doch so, dass ich trotzdem noch lebe. Es ist immer genau das Gleiche. Weißt du, die Leute denken immer, sie könnten dir über die materiellen Dinge oder indem sie dir deine Freundin madig machen oder ausspannen oder was weiß ich, dir irgendwie die Welt vermiesen oder dein Leben vermiesen. Aber es ist überhaupt nicht wahr. Im Endeffekt vermiesen sie sich ja selbst ihr eigenes Leben dadurch. Ne? Und jede Prüfung in der Beziehung, finde ich, ist eigentlich nur, oder jeder Punkt, wo man in der Beziehung die Möglichkeit hat, zusammenzubleiben oder auseinanderzugehen, ist eigentlich nur eine Prüfung, so nach dem Motto, ist die Liebe jetzt wirklich stark genug? Will ich diesen Menschen wirklich so sehr, dass ich dazu bereit bin, alles mit dem zu teilen und darüber zu sprechen, bis ich das so geklärt habe, dass ich mit diesem Menschen wieder zurechtkomme? Weil ich war 4 Jahre lang mit einer Multiple Sklerose-kranken, halbseitig gelähmten Frau zusammen. Und wir haben definitiv uns nicht verstanden. Ich weiß das. Die ganze Beziehung lang haben wir definitiv aneinander vorbeigeredet, was manche Sachen anging. Und es war auch nicht einfach so mit der. Und die hat ein sehr stark ausgeprägtes Ego gehabt. Und mein Ego hat das auch wieder gespiegelt irgendwo, oder ich habe halt in anderen Richtungen vielleicht einen sehr starken Egoismus gehabt und jeder hat so auf seinen Prinzipien beruht oder so, und das ist halt im Endeffekt so ein Bullshit, wie man so im Prinzip scheiße miteinander umgeht. Ja, es ist immer das Gleiche, aber das Problem ist halt eigentlich nur, dass du nicht bereit bist, einer von beiden irgendwie nicht bereit ist, erstmal seine Fehler so einzugestehen, zu sagen, okay, also das und das und das habe ich falsch gemacht. Ne? Aber gleichzeitig das Selbstbewusstsein auch zu haben, und das ist nämlich meistens, denke ich mal, der Grund, dass die Leute einfach nicht das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, okay, ich habe meine Fehler gemacht, aber ich bin nicht so alleine damit, ne? Und ich bin nicht jetzt schuld. Ich bin nicht schuld,
an dem, was jetzt dir passiert ist, und du bist auch nicht schuld an dem, was jetzt mir passiert ist, sondern im Endeffekt habe ich das und das und das dazu beigetragen und du hast das und das und das dazu beigetragen oder nicht dazu beigetragen. Es gibt ja auch im Negativen, dass jemand einfach etwas nicht getan hat. Der eine schläft ein und ist nicht für den anderen da und der andere schreibt keinen Zettel und haut einfach ab. So ist es halt. Kann man jetzt so sehen. Aber ich finde das einfach nicht freundlich oder respektvoll, miteinander so umzugehen. Ich finde es halt viel respektvoller, wenn man auch nicht jemand anderen direkt irgendwie vom Kopf knallt. So, du bist ja eine Schlampe, jetzt hast du mit einem anderen gepennt, jetzt bist du eine Schlampe, hier hast du Stempel. Sondern erstmal, ja, was ist denn los? Also was machst du? Möchtest du das? Und machst du das gerne? Oder warum machst du das eigentlich? Hast du dich da mal selbst ergründet? Und dann dem anderen vielleicht auch die Zeit geben, das erstmal für sich selber rauszufinden und einem eine Antwort zu geben. Und die Antwort möglichst keine Ausrede sein zu lassen, sondern einfach nur zu wissen, ah, okay, vielleicht ist das das und das Muster oder vielleicht fühle ich mich einfach nicht sicher genug und brauche noch mehr Support von noch mehr Männern oder mehr Frauen, um mich sicher zu fühlen. Deswegen finde ich das Konzept von freier Liebe eigentlich auch super toll. Und ich rede jetzt nicht von Polyamorie, ich glaube, da muss man auch noch unterscheiden. Mit freier Liebe meine ich, dass man halt noch viel freier liebt. Das heißt, dass man insgesamt allen Menschen mehr Liebe gibt, ohne gleich sexuell zu werden dabei. Weil wir sind ja sowieso in eine übersexualisierte Gesellschaft. Und gleichzeitig natürlich auch weniger Eifersucht zu haben, weil du weißt ja, wenn der dich nicht mehr liebt oder wenn der oder die nicht mehr mit dir Sex hat, weil das ist ja auch oft eine Ausrede, Sex zu haben, damit man mal geliebt wird. Dahinter verstecken das viele. Oder Sex zu haben, um den Verlust von Liebe zu übertünchen. Das machen vor allen Dingen Frauen gerne und die werden dann deswegen als Bitches oder Schlampen bezeichnet. Aber es ist im Endeffekt einfach nur eine Art und Weise, wie man das übertüncht, dass man jemanden verloren hat, den man eigentlich gerne bei sich behalten hätte oder den man gebraucht hat. So. Und das ist halt dieses Gebrauchen und Brauchenmuster. Kannst du dir alles schenken. Du kannst dir eigentlich kann man sich diese ganze Beziehungskacke schenken. Und da haben auch die Leute voll recht. Aber das heißt nicht, dass es keine Liebe mehr gibt und dass es keine Loyalität und Treue mehr gibt, sondern umso mehr kannst du loyal und treu sein, je weniger Eifersuchtsfilme du hast, weil wenn du nicht mehr auf die Entscheidung gedrängt wirst, du musst dich jetzt zwischen dem oder dem entscheiden, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Oder wenn ich jetzt sage, okay, du bist jetzt mit dem Typen zusammen, aber die Schwingung von dem passt mir nicht und deswegen weiß ich nicht, ob ich mit dir dann so gut zusammen sein kann, dann sie auch einfach loslassen und dann darf sie erstmal mit dem Typen zusammen sein. Und dann kommt da vielleicht irgendwann eine andere. Oder du hast vielleicht auch einfach nur irgendwann ist sie vielleicht wieder auf einem anderen Film und hat sich gereinigt von der Schwingung von dem anderen und kann dann wieder kompatibel sein, sag ich mal. Es kommt ja immer darauf an, ob die Schwingungen kompatibel sind, ob die Schwingung hier im Herzen kompatibel ist, hier im Denken oder im zweiten Herz, man sagt ja auch in der Seele, so bedingungslose Liebe, die ist eigentlich immer kompatibel, deswegen könnten theoretisch alle Menschen immer auf alle erdenklichen Weisen sich gegenseitig lieben, wenn sie ganz oben hier in dem Bewusstsein sind. Aber eben, ja, das hat dann mit Sexualität weniger zu tun. Naja, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, es kommt halt ganz massiv darauf an, ob man die richtige Schwingung füreinander hat. Und man kann halt lernen, den Rhythmus gegenseitig anzupassen. Das habe ich jetzt in meiner letzten Beziehung gemerkt. Der Rhythmus, der war am Anfang komisch daneben. Aber ich habe auch gemerkt, dass das teilweise gar nicht von ihr auskam, sondern von diversen Schädigungen durch chemische Drogen, vor allem Kokain, denke ich mal. Und dann habe ich sie erstmal wieder auf eine natürliche Schwingung gebracht. Und während ich halt meine Schwingung ihr auch ein bisschen angepasst habe, dann hat sich das immer weiter gegenseitig ausgeglichen. Das ist wie, habt ihr schon mal versucht, auf dem Papier so Linien zu malen, erst so eine Zickzack-Linie und dann malt ihr die nochmal oben drüber, wieder zickzack und dann nochmal und immer wieder oben drüber und irgendwann merkt ihr,
es wird immer weniger zackig und irgendwann habt ihr fast so eine durchgezogene Linie und es ist gar kein Unterschied mehr. Man sieht die Bewegung gar nicht mehr. Es wird immer glatter. Und so kann das halt auch miteinander sich angleichen und dann gleichen sich auch unterschiedliche Realitäten an. Ich denke mal, das ganze Schicksal der Menschheit kann auf so eine Art und Weise sogar verändert werden. Ist zumindest ein interessanter Denkansatz. Ja, Polyamorie finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Freie Liebe, würde ich jetzt sagen, ist aber nochmal was anderes. Polyamorie hat mir letztes Jahr jemand gezeigt und das finde ich irgendwie positiv, weil das ist einfach eine Art und Weise, wie du mehreren Menschen gleichzeitig Liebe geben kannst und deine Liebe auch mit mehreren Menschen teilen kannst, ohne ohne jeden Tag mit einem anderen ins Bett zu springen, sondern du hast halt schon irgendwie so eine Art Affären oder so, die auch sich wiederholen oder über mehrere Wochen laufen. Und es geht auch bei Polyamorie nicht ausschließlich um Sex, sondern einfach darum, sich gegenseitig Liebe zu geben. Und bei Bedarf kann man ja auch sich vereinigen, das ist auch schön. Das war eigentlich so eins der angenehmsten Erlebnisse, die ich hatte. Hat halt nur vom Denken her nicht gepasst, sonst wäre es auch noch länger gegangen, denke ich mal. Wobei, es ist halt auch das, ne, ich wurde zum Beispiel sehr verletzt, als ich jünger war, von einer, die mir fremdgegangen ist an meinem Geburtstag und deswegen habe ich halt schon Probleme damit, wenn eine Frau irgendwie, mit der ich zusammen bin, ja, wenn die dann noch einen anderen will. Aber auch da kann man halt irgendwie Abhilfe schaffen, indem man als Frau irgendwie dafür sorgt, dass, wenn man sich andere Kerle nimmt, dass der Kerl, mit dem man zusammen ist, vielleicht dann auch ein paar andere Frauen abbekommt, indem man mal mit ihm zusammen auf Achse geht und flirten geht oder so. Ne? Aber dafür müssen halt beide ihren Eifersuchtsfilm ablegen. Und deswegen denke ich halt auch, dass weder Polyamorie noch freie Liebe im Prinzip machbar sind, solange alle Beteiligten ihre Eifersuchtsfilme und Besitzansprüche an andere und Erwartungshaltungen da komplett ablegen. Ja? Und das kann man irgendwie auch erst ablegen, denke ich mal, wenn man in dieses Vertrauen, in dieses Urvertrauen zurückkommt, dass da jemand immer für einen da ist. You are.